Warum? Weil, guck mal, wie viel ich erst habe an Seite. Und ich muss noch so behalten im Regen. Nee, ich will das nicht mehr. Alles wieder abholen. Doch, Los. doch. So. Zurück zum Thema, wie gesagt, dass man halt wie so einem Fantasy oder was weiß ich was, eine riesige Hecke macht, irgendwas richtig Großes, dass man das dahinter nicht sieht und wenn man da reinkommt, halt eben das Epischste aller epischen Sachen hier sieht. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und wo man dann überlegen muss. Alles klar, die drei Optionen haben wir. Problem wäre, möchte Option Nummer 4. Problem wäre, eine Pilzfarm haben wir. Also habe ich zumindest. Ja, aber sie möchte eine Pilzhöhle. Es ist eine Höhle. Nabend, du. Du Immer heimliche schon. Mitspielerin. Ich sehe dich und die anderen sehen auch, dass du da bist. Das Muahaha. doofe Gefühl, dass irgendjemand an meine Kisten gegangen ist und da Zeug rausgenommen hat. Wer soll das denn gewesen sein? Wer soll das denn gewesen sein? Weiß ich nicht, aber mir fehlen Sachen. Was für Sachen? Wichtige Sachen? Naja, mir fehlen, glaube ich, so um die 19 Heuballen. Also, Heu ich habe ich habe mir nicht. selber meine Heuballen gebaut. Ja, auch. Lass mich mal kurz draußen gucken, weil ich Kannst du dachte vielleicht irgendwie. sagen, du hast ja unglaublich Warum viele kann man Kisten eine Heuballe durcheinander. klauen? Das verstehe Ja, ich ich auch gucke nicht. jetzt gerade noch mal in anderen Kisten. Weil du hast ja so durcheinander, dass es ja sein kann, dass sie irgendwo anders sind. Ja, deswegen gucke ich gerade, aber ich hatte irgendwie schon mal so. So, gut. Sie hat sie wiedergefunden. Aber erstmal uns des Diebstahls Ja, beschuldigen. genau. Ja, nö, ich habe nicht gefragt. Ich habe nur gesagt, ich habe das Gefühl, es fehlen Sachen. Du hast gesagt, wer geht an meine Kisten? Da kommt nichts mehr. Ja, weil Du hättest ja Nase. fragen können, wer geht an meine Kiste? Ist Simon? Ja. Was möchtest du damit ausdrücken? Du bist für die Landschaft, also du bist für Ausbauen der epischen Breite, damit das hier alles entsprechend. Und dieser süße kleine Hund hier. Hallo, mein Gesicht ist warm. Dann brennt mein Hund dich. Ich verbrenne ihn nicht, der sitzt da, guckt in die Fackel, der hat da Bock zu. Naja, wenn das so ist. Der ist so wie du, ne? So feueraffin. Ja, das glaube ich auch. Hat er alles geerbt. Nee, ich habe sie auch gefunden. Vivox, wieso hast du sofort eine Handynachricht gekriegt, du elende Heuballdiebin? Nein. Puh, elende Heuballdieb. Puh, elende Heuballdieb. Nummer 2. So, ich brauche noch eine Ziegeltreppe. Jetzt für Ziegel, Ziegel. Hühnchen. Verarbeitet. Steinziegeltreppe. Eine. Danke. Das für die Karnickel. Blümchen. So. Und dann brauche ich die Treppe, die brauche ich da hin, da. Und da. Naja, ich guck mal, wie es zum Essen steht, ne? Bin gleich wieder da. Ja, das Alles ist üblich. klar. Genau. Ist schon 9 Uhr? Nee, nee. Okay. Er guckt ja erstmal nur. Ach so. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir ein zahlentechnisches Pad haben. Der Badgie ist für eben die Gestaltung der Arena. Und die liebe Problembeere ist für die Gestaltung der Landschaft. Muss ich jetzt einen anderen entscheiden? Darf Was? ich mich entscheiden? Möchtest du dich entscheiden? Ja. Und wie würdest du dich Aber das ist ja entscheiden? ungerecht, weil die Tür müssen ja entscheiden.
Wie, du kommst nicht in unseren TS rein? Was ist da los? Ich nehme auch die andere IP, vielleicht kommst du das von mir. Die hatte ich ihr die Tage schon gegeben gehabt. Ja? Okay. Ja. Und es geht trotzdem? Einmal. Das ist ja doof. Das ist ja bekloppt. Und nix. Liste war gerade leer. Du schreibst mit Geistern. Mhm. Wahrscheinlich wundert ihr euch im TS die ganze Zeit, mit wem redet der da? Och Mann! Ich das hasse, wenn ich die übereinander schlafe statt nebeneinander. Nein! Ja, genau. Hau sie mit dem gebratenen Fleisch. Erik? Ja. Nee, nee. Und drohst du schon wieder mit Mord? Nein. Die Frage ist, wie wollen wir das jetzt machen? Weil ich bräuchte auf jeden Fall noch ein paar Samen davon, damit wir die halt in Anführungszeichen elegant in den Hintergrund bauen können. Um eben für noch ein bisschen Deckungsdichte... Okay, wir haben ein diplomatisches Gegenpart, weil beide eingelenkt haben, dass beides okay wäre. Schatz, komm, sag mal. Das nenne ich mal Harmonie. Ich hätte jetzt gesagt Landschaft, weil ich gespannt bin, wie das aussieht. Die Arena interessiert mich momentan eher weniger. Aber da ich eh nicht auf deinen Bildschirm gucke... Nee, gar nichts. Bitte? Da ich eh nicht auf deinen Bildschirm gucke, ist im Endeffekt total latte. Macht mir das jetzt nicht allzu weit. So. Betschi, genau so sieht's aus. Was mache ich jetzt hier? Kini! Ach genau, ich wollte... Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte mir ein bisschen was von den Bäumen klauen. Also du hast keine Mammutbaumsamen-Gezeugse mehr, wa? Nee, ich habe nur noch die, die da sind. Muss ich die mit Hand abklöppeln, damit man da Samen rauskriegt? Oder muss ich die mit der Schere oder sowas? Mit der Axt. Wenn du mit der Schere, dann kriegst du nur... ja. Wenn du mit der Schere dran kriegst, kriegst du nur das Berg. Uhr. Wäre das denn okay, wenn ich mir so ein kleines bisschen hier an, an Blattwerk zerhäcksel, um zu gucken, ob ich da irgendwie den einen oder anderen... Weil ich bin jetzt gerade bei deinen Mammutbäumen, bevor ich mich jetzt hier durch radiere und du dann sagst mir sofort nein. Ja, eigentlich ungern, aber kannst du machen. Nein. Ja, wenn nicht, dann nicht. Ja, wie gesagt, kannst du machen. Ich mach's auch so, dass es optisch am unauffälligsten ist. Also mit der Holzaxt, sagt das so. Egal mit welcher Axt. Okay. Meine Kaninchen sind in love. Schatz? Alles klar, ich habe jetzt eine Schicht so abgetragen, dass man optisch nichts dran sieht und es ist nicht ein Samen gefallen. Ja, die sind die Setzlinge, ganz ehrlich, die sind richtig garstig. Also Sebastian hatte eigentlich noch ein paar. Betschi, zu der Idee kann ich nur sagen, alles schon in Arbeit. Ich werde das einfach mal ganz kurz ein kleines bisschen zeigen. Aber das dauert noch ewig. Guck mal da, Problembeere hat es schon, sie hat es schon mitbekommen, sie hat es schon gerochen. Oh, ich glaube, Simon kommt wieder. So. So wie das knistert, ja. Ich knister? Hallo, hallo Simon. Na? Wie geht es Ihnen? Sehr gut mit diesem Bittermalz.
Wie geht es Ihnen, Bürger? Was sind Ihre Extreme? Oh Gott. Stimmt. Schatz! Ich versuche jetzt gerade noch mal kurz Niki zu erreichen, um einfach nur klarzustellen, dass wenn sie länger hier bleibt, dass man das dann klären kann wegen dem Late Night Stream Skyrim. Aber ich glaube, sie hört gerade nicht so richtig auf mich. Weil Polnisch eine liebevolle, sanfte Sprache ist. Und man sich immer danach anhört, was man sich anschreien. Ja, ich habe da ein neues Haus hingebaut. Schatz, denkst du wegen Fragen wegen morgen? Weil du sagtest, du willst dann kurz erreichen. Wenn du länger hier bleibst. Ja, okay, dann kommen wir morgen. Der Weg zu dir ist neu, Zivi, sagte das Vivox. Ich sag doch, ich musste einen neuen Fluchtweg machen, deswegen auch ein neues Hütchen da. Die Frage ist nur, Flucht vor wem oder vor was? Ja, vor dir vielleicht. Veggie, doch, definitiv. Invasion von rechts. Weil wir uns mit dem Flötchen unterhalten haben und ihn auch öfters mal Phil, weil er nun mal entsprechend auch Phil heißt, genannt haben und du meintest, das findest du sehr gut. Weil du den Namen Phil sehr schätzt, weil du eben auch so heißt. Falls du dich daran erinnerst. Und? Hm? Und wie ist jetzt der Stand? Ja, ich bleib bis morgen. Yeah. Ja, ich bleib bis morgen. Ja, entweder das oder ich hätte müsste heute früher fahren. Was? Nee, das geht nicht. Das machen wir nicht. Dein Mutter schiebt ein bisschen Paranoia gerade. Was, warum? Darf man fragen, warum oder? Ja, ja. Nee, da ist wohl jetzt irgendwie so ein 17-jähriges Mädchen entführt worden. Ach so, ja, ja. Nachts irgendwo, genau. Und die ist jetzt wohl auch tot, also die haben sie jetzt nicht mehr retten können. Und da will meine Mutter jetzt gerade nicht, dass ich nachts, wie ich ja immer fahre, so um 1, 2 Uhr dann unterwegs bin. Aber ich fahre dich weg. Ja, stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Ich, ne? Also könntest du einfach deinen Angreifer so wegkratzen oder so. Erstens das und zweitens kann sie die Angreifer mit den Haaren strangulieren. Ja? Angreifer auch zu reden. Das sind voll die Kampftaktiken. Das ist ein ganz anderer Punkt. Man kann auch einfach die Türen nachts zumachen. Ja, oder kennst du von... Ich habe auch gesagt, ich bin ja keinen großen Weg draußen. Ich steige aus dem Auto und bin dann... Ne? Oh mein Kennst Gott. Du von Mortal Kombat diese eine, die mit den Haaren alle entsprechend eben auch kaputt macht? Das ist Niki. Das bist du. Weil, was ist mit euch? Warum bist du überhaupt hier? Das sieht man ihr nicht an, aber der Mortal Kombat Charakter ist nach Niki modelliert worden. Ah, oh Gott. Ja, ich weiß, das sollte ein Geheimnis bleiben, das wollte ich jetzt auch eigentlich so nicht, ne? Aber ich habe mir gedacht, ich spoiler mal die Welt. Mir ist schon klar, dass ich dich jetzt töten muss. Warum? Weil du es verraten hast. Mit deinen Haaren? Nein, tu das bitte nicht. Kann es aufhören zu regnen. Hi, was machst du gehen? Ich? Nichts. Beschatzt du mich? Nee, ich beschatze dich. Nein. Hallo, Schatz. Hi. Es ist dunkel, ich leg mich hin. Ey, das ist... Boah, ich weiß das auch zu schätzen. Der Wortwitz. Was? Ey, Simon, das wäre was voll für dich geworden, ne? Alter. Der war gut. Also, ja, genau, richtig. Benji, das habe ich auch mitbekommen. Das ist eine Milliardärstochter gewesen. Dass sie überwiesen haben, wusste ich nicht. Ich wusste, dass sie überweisen wollten. Aber ich wusste. Ich habe jetzt 2 Tropenbaumsetzlinge, Entschuldigung. Sehr gut. Und wieso haben sie denn trotzdem umgebracht? Ja, das wird jetzt keiner irgendwie wissen. Bislang haben sie ja nicht die Mörder oder die Täter gefunden, sondern nur die Leiche. Nee, die haben einen haben sie gefunden. Der hat ein Teilgeständnis schon abgegeben. Warum? Ah, okay. Weil man behindert ist. Das ist richtig. Oh, ich habe ein Ei. So was wird ein normaler Mensch nie nachvollziehen können. Das denke ich auch. Das tut mir natürlich auch für die Familie unglaublich leid, weil die natürlich, weil die waren da sogar bereit zu zahlen und man normalerweise davon ausgeht, dass wenn du entsprechend so die Wahl hast, zu zahlen oder nicht zu zahlen, um dann entsprechend das frei zu kaufen, dass dann eben zumindest eine gewisse Sicherheit besteht, dass dann da
alles irgendwo glimpflich dann da abläuft, aber das hat ja mal gar nicht geklappt. Oder Okay. die war schon tot und die haben entsprechend, die war Nachricht schon, gehofft. die haben halt nur darauf gehofft, dass sie sie halt nicht finden, dann in der Form. Geld kassieren und weg. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man jetzt da nicht außer Acht lassen darf. Also, bitte nicht falsch verstehen, beides ist einfach nur richtig assig, aber es sind Möglichkeiten. Ich hasse Regen. So. Schade, kein Hühnchen. Hühnchen? Ich brauche Hühnchen. Hühnchen. Ja, ich hatte ein Ei. Das habe ich jetzt auf den Boden geschmissen. Da war kein Huhn drin. Ich bin enttäuscht. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Leg jeden Tag ein Ei. Ich kann den Text nicht, la la la, und sonntags auch mal zwei. Hauptsache, man kommt auf den Reim, ne? Genau. Geld macht weder glücklich noch sicher. Das ist. Ja. Obwohl, man kann sich mit Geld Sachen kaufen, die Glück bringen. Das Thema hatten Niki und ich Ja, sogar das vor hatten wir sogar jetzt kurzem. gestern aber auch Und schon kann noch. man durch Geld allein glücklich werden? Ja, Man also. kann indirekt durch Geld glücklich Genau, werden. ja, Also indirekt. ich sag mal so, es gibt ja diese ganzen Weisheitssprüche im Sinne von lieber arm und glücklich Reich und unglücklich. als reich und Da unglücklich muss und so man jetzt erstmal weiter. darauf kommen, wieso solltest du so unglücklich sein, wenn du reich bist? Wenn du nicht gerade ein Charakterschwein bist, das keine Freunde hat und sich Freunde kaufen muss, hast du ja eigentlich kein Problem. Eben. Und mir kann keiner sagen, also es ist schwierig, das ist irgendwie, mit was für einer Begründung solltest du arm und damit glücklich sein? Ne, weil ich meine, mit Armut ist ja auch vieles verbunden, was nicht so schön ist. Allein wenn du Kinder zum Beispiel hast, ist ja nicht gerade so schön, wenn du dann arm bist, ne? Eben deswegen, also es ist halt, es ist, ich sag mal, es ist ein bisschen stumpf und auch unbeachtet der Umstände, wenn man sagt, ich bin arm lieber, als dass ich in irgendeiner Form reich und unglücklich bin, weil man da nicht genau weiß, wie es wäre, wenn man reich ist. Ja, genau, richtig. Geld alleine macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich. Eben. So. Plüpp. 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 Ist nun mal so. Habe ich kein Geld, habe ich in der Regel mehr Probleme, als wenn ich Geld habe. Das stimmt. Ist eine jetzt nicht sonderlich weltbewegende Weisheit, aber es ist halt einfach so. So, die Fackel kann weg. Die Schere kann weg. Das hier nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, Batschi. Also die haben mal eine Statistik gezeigt gehabt, dass. Hört sich jetzt auch wieder komplett blöd an, aber es kommt darauf an, wie viel Geld du verdienst. Weil diese ganzen Charakterschweine, die auch irgendwo entsprechend halt, ich sag mal, diese typischen Neureichen, die dann da auch immer so ein bisschen negativ auffallen und alles, das sind in der Regel immer Leute, die zwischen 250 bis 500.000 pro Jahr verdienen. Alle Leute, die über dieser Grenze liegen, ich frage mich nicht, wieso, aber es ist wirklich so, das haben sie mal irgendwo nachgewiesen gehabt. Alle, die über dieser Grenze liegen, so in der Form, das sind dann wieder normale Menschen halt eben entsprechend mit Zielen, mit Wünschen, die dann auch ganz regulär wissen, was sie zu tun haben und sich dann da auch nicht irgendwie dann blöd verhalten. Das ist, wie gesagt, ich frag mich nicht, wie es dazu kommt oder warum das so ist, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber das haben sie mal rausgefunden. Haben sie wahrscheinlich irgendwelche Top-Manager untersucht oder befragt oder was auch immer, um dann festzustellen, dass es so ist. Versucht. Ja, untersucht halt in Anführungszeichen, ne? Oder ich sag mal so,
Man muss ja nicht immer zwangsweise sofort reich sein oder sonst irgendwie was. Aber wenn ich jetzt einfach nur sehe, selbst das Hobby, was wir jetzt haben hier mit diesem Stream, der euch ja durchaus Spaß macht und uns ja auch Spaß macht, ganz viel Spaß macht, wäre nicht machbar, wenn jetzt, man sieht ja, das Mikro gestern ist kaputt gegangen. Und wenn ich jetzt nicht zufälligerweise eins noch gehabt hätte, was jetzt irgendwie anschließbar wäre, dann hätten wir jetzt heute keinen Stream gehabt, dann hätte der zwangsweise ausfallen müssen. Weil ohne die finanziellen Möglichkeiten, auch wenn es in Anführungszeichen ein Hobby ist, kann man ja trotzdem dann nicht so viel machen, ne? Ja, das gleiche auch mit den anderen von uns, den PCs. Können halt nichts machen damit. Können von Glück reden, wenn wir Minecraft oder so starten können, ohne dass gleich alles abschmiert, aber sonst darüber hinaus. Du wärst auch hier ohne Sound. Ja, das kann ich dir auch, das glaube ich dir auch. Das ist ja auch nicht das Problem. Aber es gibt ja durchaus den einen oder anderen Video, der vielleicht sagt im Sinne von, ah, die Unterhaltung mit euch, das ist das, was entsprechend der so auch Spaß macht. Oh Gott. Und was denn, Simon? Alter, ich habe nur 3 Herzen. Oh Und ich bin Gott. Level 28. Ich gehe erstmal ins Haus. Ich gehe erstmal ins Haus. Schön so. Erstmal Keks essen. Ja, ich mein Brot. Ja. Ja, so ein richtiger Fan. Oh, jetzt. Achso, okay, doch, das sieht ein bisschen Oh komisch Gott, aus. was machst du im Haus? Wir hatten vorhin den Creeper im Haus. Ich hatte den Zombie gerade im Haus. Was ist hier los? Wir haben momentan, glaube ich, generell so ein kleines Problem, was das angeht, weil die spawnen auf einmal und explodieren sofort. Haben wir zumindest das Gefühl. Ja, So, gerade die Zombies, das sind so, genau. ungefähr, weil Niki und ich waren gestern bei mir. Erinnerst du dich? Ist auch irgendwie auf einmal was explodiert, wir wussten nicht was, wir haben den Creeper gar nicht gesehen. Dann mitten im Haus alles soweit erleuchtet, auf einmal neben uns Peng. Also so ein Mikro, das kommt immer drauf an. Also wenn man so ein vernünftiges haben will, weil vorher das Ding, das war schon wirklich sehr, sehr vernünftig, das hat halt wirklich über 100 € gekostet. Und die hast halt mal neben, nicht mal eben so rumliegen, ne? Einige schon. Ja, manche schon, natürlich. Da Wie hilft ist es denn dann. überhaupt abgegangen, das Mikro? Das ist ja auch jetzt nicht, ich würde sagen, das ist ja auch nicht mehr das Neueste gewesen. Man hat es ja auch im Teamspeak dann immer wieder gehört, dass da halt so ein gewisses Kratzen und Rauschen dann da Es hat drin so war. langsam schon Knacks weg, deswegen ist im Endeffekt dann auch kaputt gegangen. Und jetzt habe ich halt mein damaliges Ersatzmikro quasi in Anschlag genommen. Hast du den ganzen Sand aus der Kiste rausgenommen? Ja. Ich habe noch mehr, willst du noch? Könnte ich eventuell sogar brauchen, ja. Ja, ist genug. Das alles und Und noch noch viel viel mehr. Reicht das? mehr will ich machen. Jo. Ich, Niki von Deutschland, wer? Sie ist Niki von Deutschland. Was ist? Das stimmt ja nicht, ich habe mich schon gewundert. Was ist los mit euch, ne? Ich verstehe manchmal diese Anschuldigungen nicht. Ich Was verstehe euch manchmal nicht. soll denn mit uns sein? Wir sind voll lieb und Ihr nett und seid was ist denn? super lieb, ja? Mein Minecraft Party hier und dann Super, sowas. ja. Und dann Glaube, das ist sowas. so der richtige Moment, um dann anzusprechen, dass wir halt beispielsweise die Donates oder so dann halt wirklich für solche Sachen wie Mikroprobleme oder sowas nutzen würden. Genau, für Ja, klar. Headsets. Oder so. Oder sowas. Party, Oder um Nutten. Party zu machen. Spesen, ne? Ja, Blackjack und Nutten. Ja, Genau. gehört dazu. Ach, vergiss Blackjack. Erik will nur die Nutten. Ah ja. Nein, das ist ein Zitat von. Och, Manno. Ich merke schon. Hier darfst du keine guten Serien, die ich jetzt nicht näher entsprechend erläutern möchte, zitieren. Da müsst ihr sofort dann. Hey, Niki hat gelacht. Das ist eigentlich was Positives. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das für die Ruhe vor dem Sturm und gleich werde ich wieder umgebracht.
weiß nicht, wer. Ja, ich werde ja öfters umgebracht. Ja, wie so eine Katze. Ich habe 9 Leben. Aber die habe schon alle weg. Mehrmals. Dann mach mal hier weg. Ich würde gerade sagen, du musst bedenken. Also, Niki ist ja nicht nur feueraffin, sondern hat auch so eine Affinität gegen so Totenmagie und sowas. Gegen Totenmagie, weißt du Bescheid, ja? Also, so Katus-mäßig. Oder umgekehrt. Katus-mäßig und umgekehrt. Wir wissen alle Bescheid, ja? Niki ist mächtig. Ich sammle dein Glas mal ein. Ja. Ich leg dir dein Glas in die Kiste, ne? Das wäre voll lieb und so. Nicht wahr? Verarbeite Material nicht. Tu das. Wo tue ich das rein? Unter Stein oder unter Holz? Eigentlich unter Stein, weil Sand ist ja eher Stein als Holz, ne? Okay. Wenn du das willst. Wäre jetzt halt so meine Assoziation. Ich hab schon verstanden. Ja, ist doch gut. Ich hab dir nicht mehr zu sagen. Ich merk das schon. Echt? Was will ich dazu sagen? Hört auf rumzuwollen. Alle beide. Lol, Betschi, ich wollte es gerade anfangen vorzulesen und dann hat der Nightbot einfach gesagt, too long didn't read. Was? Das war Betschi. Eine kleine Wall of Text. Genau, Betschi hat eine kleine Wall of Text gesagt und da hat dann der Nightbot gesagt, too long didn't read. Weg. Mit mir. Weg. Du kannst, wenn du nach. Du kannst auch nach oben drücken, dann kannst du den Text nochmal haben. Nur so als kleiner Tipp. Ich will, er muss die Stellmaschine reparieren. Ich bin aufgeschmissen ohne Steine. Iman! Aufzuholen. Weißt du, einer, der es ausspricht. Ein echter Kerl. Aua. Der war verdient. Der war unverdient. Oh ja. Der war auch kein Stück beabsichtigt oder so. Bist du tot? Oh, schade. Aber genau deswegen baue ich das Ding. Damit ich nur die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Damit die Viewer halt entsprechend sicher sind vor eben solchen Attacken. Das alles. Und noch viel mehr. Nö, versteht das jetzt bitte nicht als Geschleime, sondern einfach als normales Kompliment. Ich bin schon verdammt lange auf Twitch unterwegs und war schon in 100 Millionen Milliarden Streams drin und ich muss ganz einfach sagen, dass der Stream hier mit Abstand der beste ist. Ganz ehrlich, das hören wir unglaublich gerne, weil ich meine, sowas tut natürlich auch einfach mal gut von Seiten der Viewer zu hören, dass man sich halt vielleicht auch ein bisschen absetzt gegenüber dem... Wir machen keine komplette Scheiße. Im Mainstream-Brei. Genau, richtig. Wir machen keinen kompletten Bockmist, nur so ein bisschen. Aber die Frage ist, ich glaube, ich mache gerade Bockmist. Oh Gott, das war knapp. Betschi, das freut einen natürlich. Er sagt, er war noch nie in einem Stream, wo die Viewer so aktiv in den Stream eingebunden wurden und er findet auch das Konzept, was wir haben, mega geil. Das ist sehr, sehr schön. Direkt Pluspunkte gesammelt. Hast du gut gemacht. Hast du fein gemacht. Niki sagt, hast du gut gemacht, ja. Das hat sogar aufgehört zu regnen. Guck mal, da kommt sogar die Sonne raus bei so viel Sonnenschein. Nein, das freut uns, wie gesagt, das freut uns ehrlich. Ja. Dafür macht man es ja, und wenn es gut ankommt, ist doch super. Ist das umso besser. Ja. Außer du hast dann so Trolle wie gestern in dem Chat. Die muss es geben. Stirb, Glas! Komm schon. Jetzt zeigt sich dann, ob ich genug Glas dabei habe. Die Wand muss dann dahinter nochmal ein bisschen. Na, was mache ich denn da?
Das, wie gesagt, wir verstehen das als Feedback und das ist ein sehr schönes Feedback. Und ich bin deswegen jetzt so verwirrt, dass ich einfach mal das Glas die ganze Zeit falsch setze. Was ist denn los, ey? Jetzt wird er nervös. Jetzt wird er nervös. Jemand mag uns. Oh Gott. Wie reagiere ich denn jetzt? Nee, das ist einfach nur mit dem Mod hier gerade voll schwer einzuschätzen. Ist jetzt hier ein Loch oder warum kann ich da nicht rübergehen? Hä? Hey. Geht doch. Verwirrt. So. Durch oder? Ja! Ist das jetzt echt durchlässig? Das wäre echt behindert. Ich meine, gut, da brauche ich einfach nur noch mehr massiv viel mehr. Ist schon. Ach, toll. Nein, nicht so ein Stück. Dann muss ich Glasblöcke jetzt machen. Die Teile halt. Na, oh, ärgerlich. Die Teile, die ich hier gemacht habe. Ich hatte gedacht, dass ich hier mit so ein schönes Dach dann machen kann. Guck mal. Da muss man neue Kohle auch machen. Ja, Sekunde. Und das ist aber durchlässig. Das ist einfach nur der Glasrahmen. Ja. Du hast halt hier die Scheibe, aber nicht hier oben drauf. Nicht? Ne, deswegen sagte ich, du fällst rein. Oh. Oder anders auch dadurch. Oha. Und das ist ja das, was ich gerade verhindern will. Na gut, wenn du das abbaust, dann gehst du ja einfach kaputt, ne? Genau. Aber hier fällst du nicht durch. Da, das ist solide. So. Ne, weil dann würde ich nämlich jetzt hier, wie man sieht, dann fangen wir einfach mal mit der Arena an. Ja, Dächerbauen ist doof. Den Scheiß hier bauen gerade ist auch blöd. Und ich wäre jetzt fast gestorben, weil ich gedacht habe, so im Sinne von, ach komm, hüpfst du halt runter, ne? Aber ich habe gerade mal drin. Nein! Oh nein. Er fiel aus großer Höhe. Das Schiff hat nicht funktioniert. Haben wir eigentlich bei den Kisten und bei Phil irgendwo auch sowas wie Kohle? Kohle? Oder eher nicht? Nee, nicht so. Wahrscheinlich ist alles, was an Kohle bei Phil war, in der Steinmaschine gelandet. Das stimmt. Okay. Ist aber Gott sei Dank nicht schlimm, ich habe das Glas so gut wie verbraucht. Ich kann alles, was da liegt, ja jetzt noch sammeln, weil ich ja weiß, wo es ist. Und ich habe ja noch ein Glas irgendwo gebrannt. Ich brauche jetzt eher die richtigen Glasblöcke. Es geht darum, dass wir vielleicht irgendwie uns langsam über Kohle Gedanken machen wollen. Ich hatte Gold? Irgendwie so 15 Stacks oder sowas. Nein, so viele hatten wir nicht. Wir haben auch noch welche, aber sie gehen dann ganz neu, weil ich momentan ja selber brennen muss. Achso, ja, dann werde ich mal demnächst wieder einfach eine Runde losziehen und dann holen. Morgen 7:30 Uhr Schule. Oh, das ist fies. Das heißt, ich muss dann bis 7:30 Uhr den Stream machen, damit du gar nicht erst pennen gehst. Ach, da ist das. Pim, pim. Ah, um 12.30 Uhr Ding ist aber schon wieder Schluss. Das ist doch super. Ach, du hast jetzt jeden Ofen belegt, ja? Ja. Aha. Ist nicht so, dass ich vielleicht zumindest einen Ofen auch gebrauchen könnte.
Decken die nicht so? Ne, okay. Schade. Man kann die so übereinander bauen? Ich dachte, das geht nicht. Da hätten doch mehr Truhen bei uns reingepasst. Ja, nur ich weiß nicht, ob die denn aufgehen oder ob das da irgendwas Spezielles ist. Kommt Cobblestone denn wenigstens an, oder? Ja, ich gucke gerade. Weil ich habe mir gerade was rausgenommen, es sind jetzt 59 drin, mal gucken, ob das mehr wird oder nicht. So, den ganzen Scheiß wieder einsammeln. Zumindest Level 7 habe ich noch gerettet. Weil ganz doof gesagt, sieht es nicht danach aus. Alles klar.